Das ist immer der erste Endgegner von unserem Level. Oder der Endgegner von unserem Level eben. Ja, der rennt jetzt erstmal planlos rum. Aber der wird, denke ich mal, relativ schnell auf die Idee kommen und in Richtung von unserem Herz marschieren hier. So. Wir werden jetzt einfach alles abwerfen, was wir haben. Und da aber dieser Ritter jetzt mit unseren Käfern keine Chance haben, obwohl es schon ein etwas stärkerer Gegner ist. Ritter ist eigentlich immer relativ stark. Die Zahlen, das sind unsere Stufen, die die Kreaturen haben. Die drei gucken bloß zu hier. Ja, eigentlich absolut keine Chance. Ich habe zwar jetzt einen Käfer verloren, aber gleich ist Feierabend hier. Ja. So, das ist er. Ja, wie man hört, der Ritter ist tot und wir haben das erste Königreich erobert. Und wenn wir wollen, können wir jetzt entweder weitermachen oder aber zum nächsten Level springen, indem wir jetzt die Leertaste drücken. Kann manchmal ganz sinnvoll sein, weil es sind auch manchmal Geheimnisse in den Levels versteckt hier. Und wo man zum Beispiel eine Kreatur mit ins nächste Level nehmen kann, wenn man es gefunden hat. Bringt uns jetzt aber hier nichts. Weil erstens sind eh keine starken Kreaturen da, wo es lohnen würde. Und zweitens fehlt auch dieses Item eben. So, damit haben wir alles geschafft in den Level. Und ja. Okay. Sind sogar in der Highschool-Liste. So, damit hätten wir das erste Reich eben komplett zerstört und gehen gleich ins zweite. Ja, hier gibt es einen kleinen Text zu lesen. Am Anfang sollte man immer möglichst früh den Eingang erobern, hier oben, dieses blinkende Kästchen auf der Karte. Weil es könnte sein, dass später Gegner kommen, die dann eben, falls diesen Eingang erobern wollen. Ja. Man kann die Kreaturen erschlagen, dann arbeiten sie für kurze Zeit etwas schneller. Siehe jetzt. Kann manchmal ganz sinnvoll sein, allerdings sollte man sie nicht zu oft schlagen, weil Kreaturen haben auch Laune. Bedürfnisse und Laune haben Kreaturen. Das bedeutet also, wenn ich jetzt die Kreatur mehrmals ineinander schlage oder andere Bedürfnisse der Kreatur eben nicht erfüllt werden, dann kann es sein, dass die Kreatur verärgert ist und ja, dann vielleicht auch abhaut aus unserem Dungeon oder eben randaliert. Das kann genauso passieren. Und das wollen wir ja nicht. Manche werden mehr oder manche weniger aggressiv, manche randalieren, manche hauen gleich ab, manche bekämpfen sich gegenseitig. Kann alles Mögliche passieren. Ja, und Bedürfnisse haben Kreaturen eben. Das bedeutet, manche, also fast alle Kreaturen haben Hunger, bis auf einige wenige. Fast alle Kreaturen wollen Zahltag, bedeutet also ihren Lohn haben, von diesem Gold, was man abbaut. Hier wollen die eben, sagen wir, alle 20 Minuten circa Geld haben. So, das hätten wir jetzt auch geklärt. Wir haben jetzt 9000 Gold und bauen jetzt hier unsere Räume. Versteck und Hühnerform. Kreaturen haben nämlich Hunger, haben ein Bedürfnis zu leben. Ja, es gibt noch viel mehr Räume, das werde ich euch alles dann erklären, wenn es soweit ist. Ja, ein paar Imps machen, damit es schneller geht. Ja, meiner Meinung nach eines der besten Strategiespiele aller Zeiten. Ist wirklich so. Peter Molyneux hat es entwickelt. Und das ist dieser geistige Kopf hinter den ganzen Kultspielen, wie zum Beispiel Theme Park, Theme Hospital, Black and White oder eben auch Fable für die Xbox. Und ja, wir haben jetzt einen neuen Rahmen. Das bedeutet, den bauen wir natürlich so ein bisschen hier hin, in die Nähe der Hühnerform. Das ist die sogenannte Trainingskammer. Bedeutet, wir können hier
Kreaturen trainieren lassen und diese eine Stufe aufsteigen lassen. Ich hoffe mal, unsere ersten Kreaturen kommen auch gleich. Ja. Jetzt kommt der Käfer. Das ist alles sehr pixelig. Normalerweise ist das Spiel nie pixelig, aber durch die DOS-Box ist das jetzt wahrscheinlich alles, oder durch den DOS-Modus wahrscheinlich, alles etwas pixelig geworden hier. Mal gucken, ob ich das noch hinkriege, dass eben das Spiel nicht mehr ganz so pixelig ist. Aber normalerweise hat es eine VGA-Auflösung. Ja. Die Fliegen, wenn sie eben nicht gefallen, kann man auch wieder zurück in den Eingang werfen. Dann verschwinden sie. Weil man kann bloß eine maximale Anzahl von Kreaturen haben. Und da sollte man immer bestrebt sein, eben die schwächsten Kreaturen eben wieder wegzuschmeißen. Und ja. Das ist unser Trainingsraum hier. Ja, müssen wir ein bisschen Gold abbauen. Hier ist noch Gold. Eine große Ader. Gold ist nur begrenzt vorrätig. Das bedeutet, wenn es alle ist, hört es auf. Aber manchen Levels gibt es auch entweder Diamantadern. Das ist so Juwelen, die sind dann violett. Und ja, die sind eben unbegrenzt. Dauert zwar länger der Abbau, aber ja, wir haben eine neue Kreatur bekommen. Das ist eine Dämonenechse, das bedeutet unsere erste relativ starke Kreatur. Und die trainieren für ihr Leben gerne. Das bedeutet, wir haben jetzt einfach hier rein. Jetzt sieht man an denen ihre Sprechblase, dass die eben trainieren. Bei den Käfern machen wir dasselbe. Die gehen leider nicht von allein rein in diesen Trainingsraum. Aber wenn man sie reinwirft, dann trainieren sie ebenfalls. So, hier haben wir auch wieder einen neuen. So. Ich glaube, der eine ist schon Level 2 geworden hier. Hier ist schon immer. Nicht mal 10 Sekunden trainieren, schon Level 2. Also die trainieren wirklich sehr schnell, diese Dämonenechsen. So. Je stärker sie werden, desto mehr Lohn wollen sie natürlich auch haben. Also manche Kreaturen verlangen von Natur aus schon sehr viel Lohn, sind dafür aber auch sehr stark. Und manche eben, ja, trainieren sehr langsam, aber sind dann auch richtig stark. Ja. Man kann Kreaturen jederzeit hochnehmen und im eigenen Gebiet auch wieder abwerfen. Das bedeutet also, man muss die ersten Einheit irgendwie selektieren und dann irgendwo in eine andere Ecke vom Level schicken, sondern man kann eine Kreatur, die hier unten irgendwo rumläuft, auch sofort hier oben reinwerfen, wenn Gefahr ist. Das unterscheidet es ein bisschen von anderen Strategiespielen. Finde ich persönlich richtig cool. Macht das Spiel aber auf keinen Fall leichter. Weil der Gegner kann es genauso machen. Also, wo keine Kreatur ist, man greift den Gegner an oder so, er wird sehr sicher bei Zeiten auch noch Kreaturen abwerfen, um den eben abzuwehren, den Angriff. Ja. Ich werde jetzt hier auch schön trainieren. Hoffe mal, irgendwann kommt hier auch mal der Ritter. Ich glaube, das ist aber hier ein Zeitlevel. Das bedeutet, nach einer gewissen Zeit kommt der Ritter, egal wie stark man ist. Ja, deswegen sollte man so früh wie möglich wirklich anfangen, auch zu trainieren. Weil der Gegner trainiert mit. Und, also hier ist noch kein Gegner drin, aber ja, manchmal oder fast alle Levels dann später werden auch Computergegner haben. Das bedeutet also, die früher oder später auch angreifen. Und wenn man da zu schwach ist, zu langsam ist, dann hat man eben Pech gehabt. So, ich glaube, von hier drüben kommen die ersten dann. Das bedeutet, ich werde jetzt provisorisch schon mal einen Gang graben hier hinter. Damit ich nicht so lange warten muss. Weil ich bin jetzt schon stark genug. Ja, das gleiche gilt natürlich auch für Helden. Wenn jetzt keine Gegner da sind, sind meist Helden da. Sprich, die hier. Verdammt. Naja. Ich tue das alles etwas, sind schon welche Level 3. Ja, das hat doch so bescheuert, ey.